DHFK TV wird Ihnen präsentiert von Allianz. Am Donnerstag erkundeten die neun Spieler des SC DHFK Handball gemeinsam mit den vier Macherinnen des alternativen Stadtführers Stadtschwärmer Leipzig ausgewählte Geheimtipps und echte Lieblingsorte im Süden der Stadt. Los ging es im Werk 2. Nach der Besichtigung der Halle A des Werk 2 und dem Außenbereich inklusive der Wall of Fame ging es für die Gruppe weiter in das Café Mein liebes Fräulein. Dort gab es für die Sportler die Gelegenheit, bei einer gekühlten Limo mehr über diese Vorstadt zu erfahren. Bei schönstem Sonnenschein schlenderten die Jungs dann zum Südplatz. Hier konnten sich die Neuleipziger beim Burgermeister Der Grill von der Qualität der Homemade-Hausburger und leckeren Süßkartoffelpommes überzeugen. So ging es gut gestärkt weiter zum Herrenbekleidungsgeschäft Stilkontor auf der Kali. Leipzig neuer Ort des guten Geschmacks. Hier konnten die fünf Handballer sich modisch inspirieren und beraten lassen. Ja, wir vier Stadtschwärmer-Mädels haben uns gedacht, wir schnappen uns mal die Neuankömmlinge von der DRFK und zeigen ihnen unsere Lieblingsspots in Leipzig. Hier gibt es ja einiges zu entdecken und die Jungs sind neu in der Stadt und da ist es ja gar nicht schlecht, wenn man ein paar Insider vielleicht kennt und an der Hand hat, die einem ein paar Geheimtipps zeigen können. Ja, die Kali ist ganz typisch für Leipzig und es gibt hier natürlich viele Hotspots, viele schöne Cafés, viele Läden, aber auch viele unentdeckte Ecken und wir sind auch von der Kali ein bisschen abgewichen, haben links und rechts mal was gezeigt und hier ist auf alle Fälle ein guter Startpunkt, um Leipzig zu erkunden. Höhepunkt der Entdeckungstour war das kulturelle Denkmal der Löffelfamilie auf dem Feinkostgelände und zugleich fand hier auch ein Fototermin für die lokale Presse statt. Ja, war super. Also ich meine, man hat ja nicht so oft die Möglichkeit, irgendwie mal direkt aus erster Hand von Leuten, die hier schon ihr Leben lang wohnen und auch sogar dann einen alternativen, sage ich mal, Stadtführer geschrieben haben, mal ein bisschen was erzählt zu bekommen. Und war eine sehr interessante Sache heute und hat wirklich Spaß gemacht. Und ich glaube, das eine oder andere wird man dann auch zu späterem Zeitpunkt privat sich auch nochmal selbst anschauen. Natürlich durften die Handballer zum Schluss ihren persönlichen Stadtschwärmer Leipzig entgegennehmen und sind nun bestens für den Start in die Stadt gerüstet. Niklas Pischkowski, Andreas Rojewski, Tobias Revisieux, Roman Beckwar und Jens Wortmann waren sichtlich begeistert, das kulturelle Bild des Leipziger Südens zu erleben und kennenzulernen.
DHFK TV wurde Ihnen präsentiert von Allianz.